Hallo Selbermacher! Du willst deine alte Haustür durch eine neue austauschen? Wir zeigen dir in diesem Video Schritt für Schritt, worauf du dabei achten musst. Step 1. Alte Tür mit Rahmen demontieren. Packe deine neue Haustür aus und kontrolliere sie auf die richtigen Maße und auf mögliche Mängel. Ist alles in Ordnung, kannst du deine alte Tür ausbauen. Entferne als erstes den Türschließer. Den kannst du einfach abschrauben. Achtung! Oberschließer haben oft eine Vorspannung, Verletzungsgefahr. Schließe die Tür von innen und schlage die Türbolzen aus. Dadurch bleibt die Tür so lange in der Zarge stehen, bis du den Türgriff betätigst. Hebe sie jetzt vorsichtig aus der Zarge. Lege den Arbeitsplatz mit Malervlies aus und entferne Fußleisten, die bis zu deinem Blendrahmen gehen, um sie nicht zu beschädigen. Schneide jetzt den Blendrahmen einmal rundherum ein. Schutzbrille und Gehörschutz nicht vergessen. Um die Schrauben abzumontieren, musst du mit einer Säbelzahnsäge zwischen Türrahmen und Mauer schneiden. Nimm den Blendrahmen jetzt vorsichtig aus der Wand und säubere den Arbeitsplatz. Entferne dann die Schließanlage und demontiere die Klingel. Step 2. Neue Tür mit Rahmen montieren. Bevor du den neuen Blendrahmen einsetzen kannst, musst du auch hier die Tür erstmal aushängen. Schraube zuerst den Obertürschließer mit einem Imbusschlüssel ab und schließe das Türschloss auf. Öffne jetzt die Tür und hänge sie aus dem Rahmen aus. Stelle den Rahmen in das Türloch und überprüfe, ob das Überstandsmaß auf beiden Seiten identisch ist. Richte den Rahmen mit einer Wasserwaage aus und passe ihn mit Unterlegmaterial an. Zeichne das Überstandsmaß am Mauerwerk ein. An der Innenseite des Rahmens markierst du jetzt die Stellen, an denen die Metallrahmendübel eingesetzt werden. Du brauchst pro Seite 3 Dübel. Hebe den Rahmen dann wieder aus dem Loch und stelle ihn sicher ab. Jetzt bohrst du zuerst mit einem 7 mm HSS-Bohrer in die markierten Stellen und bohrst dann mit einem 10 mm Bohrer nach. Klebe oben und unten jeweils 2 Komprimierbänder nebeneinander. Das sorgt für eine bessere Schall- und Wärmedämmung. Bevor du den Rahmen wieder einsetzt, sollte jetzt ein Elektriker die Klingel und, falls vorhanden, den elektrischen Türöffner anbringen. Setze anschließend den Rahmen wieder ein und richte ihn aus. Ist alles gerade, stelle ihn mit Schraubzwingen oben und unten so fest, dass sich nichts mehr bewegt. Jetzt oben, unten und in der Mitte zwischen Rahmen und Mauer auskeilen. Bohre mit einem 10 mm Steinbohrer die Löcher für die Metallrahmendübel. Klopfe die Dübelschrauben mit einem Hammer in die Wand und schraube sie fest. Reinige vor dem nächsten Schritt deinen Arbeitsplatz und das Mauerwerk. Step 3. Ausschäumen und Türblatt einhängen. Feuchte das Mauerwerk an und schäume dann alles ordentlich mit Bauschaum aus. Achtung! Achte bei der Verwendung des Bauschaums unbedingt auf die Herstellerangaben. Ist der Schaum getrocknet, kannst du dein neues Türblatt einhängen und den Türschließer wieder befestigen. Stecke den Türknauf von außen an und schraube ihn fest. Jetzt ist es an der Zeit, deine Tür zu testen und sie gegebenenfalls noch etwas einzustellen. Passt alles?
dann war das der letzte Schritt und deine neue Haustür ist fertig eingebaut. Willkommen zu Hause. Turm. Respekt, wer es selber macht.